Viele Mythen drehen sich um die Beelitz-Heilstätten. Das Video, das ihr eben gesehen habt, zeigt diesen Ort, wie er in aller Munde ist. Jedoch ist das nicht unser Eindruck, denn für uns ist es ein besonderer Ort, der die Architektur, das soziale Engagement und das Leben der Arbeiter im beginnenden 20. Jahrhundert wieder wahr werden lässt. Du kriegst die Motten! Mit dieser saloppen Redewendung umschrieb man in Berlin im 19. Jahrhundert, wenn jemand an der Tuberkulose erkrankt war. Und wer die Motten hatte, kam mit etwas Glück nach Beelitz-Heilstätten zum Durchatmen im Grünen. Ein knapp 200 Hektar großes Areal, Hoffnung für 1000 Versicherte der Landesversicherungsanstalt Berlin, die Arbeitskraft wieder zu erlangen und für sich und die Familie das nötige Einkommen zu erarbeiten und überleben zu können. Im Dezember 1897 besichtigte die Landesversicherungsanstalt Berlin das Gelände in der Nähe von Beelitz. Nachdem Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen positiv ausfielen, genehmigte der Vorstand den Ankauf des Grundstückes. Im Herbst 1898 begannen die Bauarbeiten. Auf dem 140 Hektar großen Waldgrundstück entstanden innerhalb der nächsten 4 Jahre Krankenhäuser, in denen sich die Arbeiter von Berlin erholen sollten. Die Baumeister entwickelten in den Gebäuden technische und architektonische Höchstleistungen, die mit ihrem einzigartigen Charme das 19. Jahrhundert repräsentierten. Bereits 1902 wurden 4 Pavillons eröffnet. Neben den Krankenpavillons mit externer Lüftungsanlage errichtete man auf den Frauenseiten jeweils ein Küchen- und Wäschereigebäude. Für alle zugänglich eine Anstaltskirche. Auf der Ostseite baute man indes andere Institutionen, die der Bespaßung der Patienten dienen, aber auch die Heilstätten so autark wie möglich werden lassen sollten. So zum Beispiel ein Heizkraftwerk mit Pumpenhäusern, ein Badehaus, eine Gärtnerei oder auch Stallgebäude. Im Jahre 1907 verdoppelte sich die Bettenanzahl von 600 auf 1200 für die Versicherten. Eine Insassin schrieb 1909: Den ganzen Tag baronisieren wir. Unsere Kur besteht nur im Liegen, Essen und Spazierengehen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg dienten die Beelitz-Heilstätten als Lazarett und Sanatorium für erkrankte und verwundete Soldaten. Unter den rund 17.500 Genesenen, die zwischen 1914 und 1918 in Beelitz untergebracht wurden, befanden sich der Gefreite Adolf Hitler und Karl Neufeld. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem die Heilstätten teils schwer beschädigt wurden, wurde das Gelände 1945 von der Roten Armee übernommen. Die Heilstätten dienten bis 1994 als das größte Militärhospital der sowjetrussischen Armee im Ausland. Es war auch ab Dezember 1990 der Aufenthaltsort des an Leberkrebs erkrankten Erich Honecker, bevor er und seine Frau Margot am 13. März 1991 nach Moskau ausgeflogen wurden. Einige Gebäude wurden inzwischen saniert und durch neue Gebäude ergänzt. Es wurden eine neurologische Rehabilitationsklinik, ein Parkinson-Fachkrankenhaus sowie eine Reha-Klinik für Kinder eingerichtet. Ein Teil in Bahnhofsnähe wurde mit Einfamilienhäusern bebaut. Als Folge der Insolvenz der Eigentümergesellschaft im Jahre 2001 ist die weitere Neunutzung des übrigen Geländes ins Stocken geraten. Auch die Sanierung der Denkmalsubstanz wurde weitestgehend eingestellt. Ein großer Teil der sehenswerten Anlage verfiel und ist vom Vandalismus stark beschädigt worden.
Nach jahrelangem Stillstand und weiterem Verfall ist es den Gläubigerbanken im März 2008 gelungen, einen Käufer für das Areal zu finden. Derzeit laufen die Planungen für eine erneute Nutzung im ursprünglichen Sinne von Gesundheit und Wohnen. Dazu wurde die Waldflächen und Gebäudeflächen getrennt verkauft. Im Mai 2016 begannen auf dem Gelände des ehemaligen Frauensanatoriums Umbauarbeiten. Im Pavillon sowie im alten Küchen- und Wäschereigebäude hat ein Investor unter dem Namen Refugium Beelitz-Heilstätten in den denkmalgeschützten Gebäuden ein sogenanntes Creative Village installiert. Die ersten Wohnungen wurden 2017 bezugsfertig. Während der Führung durften wir erfahren, dass noch weitere Grundstücke der Beelitz-Heilstätten verkauft wurden und neu bebaut werden. Es besteht also Hoffnung für den Erhalt der Heilstätten. Und wenn ihr auch so einen realitätsnahen Mottenausflug wie wir erleben möchtet, dann wendet euch einfach an Irene Krause.